Hi Leute und willkommen zum nächsten Unboxing. Und diesmal, wie gesagt, ist es nicht mehr die Vegan Box. Ich habe ja gesagt, ich habe die abbestellt. Und zwar ist es diesmal eine vegane Box oder eine vegane Box von Your Bio Brands. Das heißt, der Unterschied ist einfach zur normalen, also naja, zur anderen Vegan Box, dass halt nur Bio-Produkte da drin sind. Und das ist auch das, was mich bei der anderen Vegan Box immer so ein bisschen gestört hat. Da willst du schon auspacken. Ja, das ist das, was mich immer so ein bisschen gestört hat bei der anderen Box. Und deswegen wollte ich gerne die einfach mal ausprobieren. Ja, ich mache das heute mit Milan. Er fängt schon mal an, wie ihr sehen könnt. Ja, die Box könnt ihr auf deren Homepage quasi in vegan bestellen, in glutenfrei und in normal. Wobei ich nicht weiß, was normal bedeutet. Also heißt das dann mit Fleisch oder mit Milchprodukten oder mit allem. Wobei es ein bisschen komisch wäre, irgendwie Fleisch per Box versenden. Wahrscheinlich gibt es dann vielleicht Gummibärchen mit Gelatine oder so. Naja, keine Ahnung. Ja, Milan ist schon woanders beschäftigt. Genau, was ich zur letzten Vegan Box noch sagen wollte. Eigentlich wollte ich darüber ein kleines Testvideo drehen von dem Produkt. Ja, hat sich leider nicht ergeben. Und zwar von diesen komischen Miracle Noodles, die so in ihrer Tüte rumgeschlabbelt sind. Oh, danke schön. Die so in ihrer Tüte rumgeschlabbelt sind. Die haben wir probiert und ich fand sie wirklich super eklig. Also so eklig, dass ich es nicht essen konnte. Meistens sind ja Produkte nicht unbedingt lecker, aber man kann sie trotzdem irgendwie essen. Aber ich habe es bei denen nicht geschafft. Titel hat ein paar davon gegessen und den Rest haben wir dann leider, glaube ich, weggeschmissen. Aber es war so, also richtig abartig. Also falls ihr die mal irgendwo sehen solltet, kauft sie nicht. Es sei denn, ihr möchtet gern ein Selbstexperiment machen oder sowas in der Art. Ja, das wollte ich wohl mal loswerden. Also das war wirklich das bisher schlechteste Produkt aus der Vegan Box. Ja, egal. Fangen wir mal mit dieser an. Okay, hier ist auf jeden Fall auch eine Liste drin, was alles dabei ist anscheinend. Oder auch nicht, was ist das? Liebe Bio-Brands-Gemeinde. Hoppala. Oder es werden nur einige Produkte aufgeführt. Weil hier sind allein schon zweimal... Milan. Warte mal! Ich bin noch nicht so weit. Zweimal Dressing, einmal Vinaigrette, einmal Dressing. Ja, und so weiter. Egal. Ich mache einfach mal. Ich packe sie einfach mal aus. Auf jeden Fall einmal die Zeitschrift Kochen ohne Knochen. Vom Februar 2014. Ja, finde ich schon mal super. Die habe ich leider immer noch nicht abonniert. Eigentlich wollte ich das mal machen. Habe ich immer noch nicht gemacht. Ja. Viele von euch kennen die vielleicht. Sehr gute Zeitschrift, finde ich. Ja, und hier sind ist keine Osterdeko drin, sondern so eine kleine Papp-Schinger. Das andere fand ich irgendwie cooler, glaube ich. Weil, ja, wie gesagt, wir haben das halt immer zum Mulchen benutzt auch. So, hier sind einmal eine Lightfoot-Schokolade. Mit Nüssen und Kirschen. Also eine rohe Schokolade ist das, okay. Für 4,99 €. Was hast du denn da? Willst du die Bälle haben? Ja. Bitteschön. Für verspielte Romantiker. 60% Bio-Schokolade mit Nussstückchen und luxuriösen Kirschen. Handgeschöpft und unwiderstehlich verlockend. Lightfoot Chocolate schmeckt nicht nur unglaublich gut, sondern ist gleichzeitig ein wertvolles Lebensmittel. Ja, Dieter steht ja total auf diese Rohschokoladen. Auch die Love Choc zum Beispiel. Handgemachte vegane Bio-Rohkost-Schokolade Kirsche-Nuss. Die handgeschöpfte Lightfoot-Schokolade Kirsche-Nuss wird bei Niedrigtemperaturen unter 42 Grad schon verarbeitet. Alle ernährungsphysiologischen Eigenschaften des Lightfoot-Rohkost-Kakaos bleiben somit erhalten. Gesüßt mit kalt hergestelltem Agavendicksaft. Frei von Milcherzeugnissen, raffinierten Zucker, Sojalecithin und Gluten. Ja, Agavendicksaft bin ich jetzt nicht so ein Fan von, wisst ihr aber schon. Aber naja.
weiß gar nicht, womit die Love Chop gesüßt wird, auf jeden Fall nicht mit Agavendicksaft. Rohe Kakaobutter, rohes, also Zutaten, rohe Kakaobutter, rohes Kakaopulver, roher Agavendicksaft, Paranüsse, getrocknete Kirschen, Rosinen, Mandeln, rohes Markerpulver. Nicht im Kühlschrank aufbewahren. Ja, nun ist leer die Box. Es sind nur 4 Bälle drin. Ja, ich koste die mal auf jeden Fall. Also, die ist schon wirklich herb, muss man sagen. Aber ich finde sie echt gut. Ist auch wirklich, also wie gesagt, überhaupt nicht süß. Ich glaube, so viel Agavendicksaft ist dann auch gar nicht drin. Aber ja, mir gefällt sie. Ich denke mal, Dieter wird sie auch gefallen. So. Also anscheinend sind wirklich nur diese 7 Produkte, 1, 2, 3, 4, 5, 7 Produkte, plus die Zeitschrift natürlich. Ach nee, die ist auch schon mit dabei, also 6 Produkte plus die Zeitschrift. Das ist jetzt nicht allzu viel, glaube ich. Die waren in der Weekendbox immer drin, in der großen. Das ist ungefähr der gleiche Preis wie bei der großen Weekendbox. Da waren, na gut, auch so ungefähr, ne? 6 bis 10 Artikel oder so. Oder 6 bis 12. Oder 8 bis 12. Ich weiß es nicht mehr. Brotchips. Ja, dank der Deutschen Post, der Brotkrümel. Ich weiß nicht, wie die am Anfang aussahen, aber sind schon recht klein gebröselt. Sonnenblumenkerne. Zutaten: Buchweizen, Natursauerteig. Ach, glutenfrei auch noch, okay. Das ist natürlich cool. Ja, Buchweizen, Natursauerteig, Reismehl, Wasser, Maismehl, Sonnenblumenkerne, Meersalz, Maisstärke, Apfelfaser, Backhefe, Guacamehl. Ja. Mennels Brotchips sind der liebevoll gebackene und raffiniert mit besten Biozutaten verfeinerte pikante Snack für bewusste Genießer. Knusprig, kernig eignen sie sich für zwischendurch und unterwegs. Genießen Sie unsere Brotchips pur zu Salaten, Gemüse mit Aufstrichen oder Dips. Die kleine Alternative, die den Tag ein bisschen leckerer macht. Mennels Brotchips auf Buchweizenbasis sind sowohl für ernährungsbewusste Menschen als auch für Allergiker und verschiedene Ernährungskonzepte geeignet. 2,50 für diese kleine Tüte, was jetzt für Bio nicht unbedingt teuer ist. So. Ja, knusprig. Man merkt, dass es Sauerteig ist. Also ist echt so ein bisschen säuerlich. Aber lecker. Und ja, ist auch echt ganz wenig Salz drin. Das schmeckt man auch. Ja. Also ich finde die lecker. Wie gesagt, schade, dass sie so zerkrümelt sind jetzt. Aber wahrscheinlich, wenn man die im Laden kaufen würde, wäre das wahrscheinlich nicht so schlimm. Das ist jetzt wirklich nur, weil das verschickt wird. Ja. Also, genau das Richtige für abends zum Knabbern oder so. So. Mango-Ketchup. Herr Edelmann, Bio-Mango-Ketchup. Pure Natur, fein zu Meeresfrüchten, Geflügel, Grillfleisch, Käse, Fondue, Sandwich, als Dip und Woksoße. Ja, werde ich mal zu Meeresfrüchten probieren, glaube ich. Ja, ist ja klar, dass die Soße ist jetzt natürlich vegan, aber warum auch immer die das jetzt immer vorne aufschreiben müssen, das passt zu Fleisch. Und Geflügel und Meeresfrüchten. Ja, egal. Man könnte auch aufschreiben, passt zu Tofu. Was ist das? Der Ball. Kannst du wieder reinpacken? Ja. Oh, nicht getroffen. Auch nicht getroffen. Genau.
Zutaten: Mangomark, Rohrzucker, Apfelessig, Branntweinessig, Meersalz, Chelierenmittel, Pektin, Antioxidationsmittel, Ascorbinsäure, Chili 0,2%, Pfeffer und so weiter. Herr Edelmann Mango-Ketchup, brandneu auf dem Markt, das i-Tüpfelchen für die leichte Küche. Der naturreine Bio-Mango-Ketchup beschränkt sich in der Rezeptur auf das Wesentliche und rein natürliche Zutaten. Ein Hauch von Chili verleiht dem hohen Anteil reiner Mango einen aromatischen Kick. Die Flasche für 3,99 €. Und ja, ich werde die mal kosten, glaube ich. Plomb. Ja, der Löffel passt nicht rein. Also die Chili merkt man auf jeden Fall. Auch wenn es bloß so wenig ist. Müssen wir da hoch. Los, genau. Aber Mango-Ketchup, also jetzt mal abgesehen davon, also Ketchup ist für mich eigentlich Tomate. Ach, da wolltest du hin. Na komm, nimm dir einen raus. Willst du einen geben? Ich geb dir einen. Da wolltest du hin. Ich habe mich gewundert, was er da oben will. Habt ihr ganz schon vorher gesehen. So. Na, schmeckt das? Zum Kosten? Nam nam. Ganz schön trocken, ne? Ja, nee, das reicht erstmal. Isst du erstmal ein Stück. Okay? Und dann kriegst du noch eins. Aber so gesehen schmeckt es halt. Also ich finde, es schmeckt ganz gut. Es ist richtig schön fruchtig, scharf. Und könnte ich irgendwie auch zu Tofu oder zu Pommes esse ich nie, aber auch dazu könnte man nicht super essen. Aber ich glaube, wenn ich mir Ketchup kaufen würde, würde ich mir immer Tomatenketchup kaufen und nicht Mango-Ketchup. Aber für alle, die mal was anderes haben wollen, wäre das auf jeden Fall mal eine leckere Alternative. Finde ich zumindest. Ja, Tomatenketchup ist mir trotzdem lieber, glaube ich. Bio-Gemüsechips, Grünkohl und Würsing. Die hatte ich, glaube ich, auch schon mal in der Vegan-Box. Bio-Gemüsechips, bla bla bla, Rohkostqualität, Rawfood-Quality. Zutaten: Grünkohl, Würsing, kaltgepresstes Sonnenblumenöl, Himalaya-Salz, Zitronensaft aus zertifiziert biologischem Anbau. Ah, gucken wir mal. Genau, machen wir die Dinger alle wieder rein in die Kiste. Eine einmalige Geschmackskombination, die Sie lieben werden. Zarter Grünkohl und frischer Würsing, umhüllt von einem Spritzer Zitrone, würzig verfeinert mit Himalaya-Salz, sorgen Sie für ein frisches und mildes Knuspervergnügen. Die Packung für 4,49 €. Ja. Kosten wir auch mal. So. Also Grünkohlchips sind schon mal cool von der Farbe her. Halt grün. Aber Würsingkohl ist halt so irgendwie so gelblich. Das sieht aus wie vertrocknet so ein bisschen, finde ich. Und schmeckt auch nicht wirklich. Aber wenn man es mal kaut, dann schmeckt es irgendwann mal in der Grünkohl. Aber der Anfang ist einfach ein bisschen eklig, muss ich sagen. Und die sind auch nicht wirklich knusprig oder so. Ich glaube, in der Vegan-Box hatten wir mal welche, die waren irgendwie noch mit Cashewkernen und zu solchen kleinen Häufchen geformt und dann irgendwie getrocknet mit Sojasauce und allem. Und na, die fand ich halt wirklich richtig lecker, würzig. Oh, da sind wir noch nicht, Milan. Das ist eine leere Kiste. Einfach nur, um das auszugleichen, das ist ja toll. Nee, kannst du die haben. Hier, eine leere Kiste für dich. Ja. Aber das, nee, da sind wir noch nicht, nein. Ja, aber das finde ich jetzt nicht wirklich so lecker. Ja. Ist nicht meins, muss ich sagen. So. Was haben wir denn noch hier? Emils Bio-Manufaktur Gartenkräuter. Gartenkräuter Vinaigrette Dip Verleckerung. Zu Salat, Fisch, Fleisch auf Brot. Ich glaube eine andere Sorte. Ja, nein. Auf jetzt hier.
Ich glaube, eine andere Sorte hatten wir auch von Emils Biomanufaktur. Ich weiß nicht mehr welche jetzt leider. Auf jeden Fall war es nicht Gartenkräuter. Schüttel mich, bin ohne Verdünnungsmittel. Genau, das stimmt da auch. Auf jetzt. So. Hier, willst du auch machen? Du willst es nur wieder reinstellen, ne? Mal kurz kosten. Zutaten, die wir nicht verstecken müssen. Sonnenblumenkernöl kalt gepresst, natives Olivenöl extra, Weißweinessig, Apfeldicksaft, Senf, Meersalz, Basilikum, Dill, Estragon, Kerbel, Liebstöckel, Paprika, Quendel. Sag mir jetzt gar nichts. Jetzt hast du die Brotchips wieder gefunden. Rosmarin, Thymian und nicht ein einziger Zusatzstoff. Steht hier drauf. 99 Zutaten aus Deutschland, Europa und so weiter. Zutaten von regionalen Manufakturen und Herstellern, die wir persönlich kennen. Keine Konservierungsstoffe, kein Hefeextrakt, keine Zitronensäure, kein Verdickungsmittel. Die Schere gebe ich dir nicht. Ja. Emils Gartenkräuter, Vinaigrette und Dip. 9 Kräuter kombiniert mit Olivenöl und Weißweinessig, da sind wir noch nicht. Passt besonders gut zu Salatmischungen mit säuerlichen und herben Noten, Kopfsalat, Batavia und Lollo-Salate, Baiser und Babyleaves. Aber auch zu herzhaften wie Kartoffeln oder Bratlingen. 250 Milliliter für 5,45 Euro. Ein stolzer Preis natürlich, aber dafür halt Bio. Und ja, die ist mir letztens schon aufgefallen, die machen halt echt viele zusätzliche Sachen. Also erstmal 100% Bio, so wie zum Beispiel dem, der das auch macht. Nur kaltgepresste Öle, nicht wärmebehandelt. Habe ich schon vorgelesen, Zutaten von regionalen Manufakturen und Herstellern. Da sind wir noch nicht. Und keine Konservierungsstoffe, kein Hefeextrakt, keine Zitronensäure, kein Verdickungsmittel. Ja, deswegen rechnet sich wahrscheinlich oder deswegen bedingt sich wahrscheinlich auch der etwas höhere Preis dafür. Ist also auch auf jeden Fall gerechtfertigt. Ja, und wie gesagt, ich finde es lecker. Auf jeden Fall so Salat und so weiter. Wenn man mal spontan picknicken geht und wenn wir Salat haben, dann kann man die auf jeden Fall aus dem Bioladen mitnehmen. Die Schere sollst du nicht haben. Ach, hier ist das andere. Emils Biomanufaktur. Das andere ist nämlich ein Orangendressing. Hatte ich das? Ich weiß es nicht mehr. Zutaten, die wir nicht verstecken müssen. Sonnenblumenkernöl, kaltgepresst, natives Olivenöl, Apfelessig, Apfeldicksaft, Senf, Rapsöl mit einem Aufguss aus Orangen, Meersalz und nicht ein einziger Zusatzstoff. Ich glaube, das war die, die wir hatten. Und die fand ich, glaube ich, da auch schon lecker. Muss ich jetzt nicht nochmal kosten, dann muss ich das kleine Glas mir extra aufmachen. Ja, also nochmal genau das gleiche auf jeden Fall. Und halt echt eine alternative Firma, wie man sieht. Emils Orangendressing. Herbstfruchtig, säuerliche Orangennote. Passt besonders gut zu Chicorée, Frisée, Radicchio, Wildkräutersalaten, Babyleaves. Gerne kombiniert mit säuerlichem Obst wie Apfel, Mango, Birne. Und 50 Milliliter für 1,49. Ja, ich glaube, so ein Glas wird sich keiner kaufen. Dann doch eher die Flasche. Das rechnet sich, glaube ich, ein bisschen besser. Ja, so das war's, glaube ich, auch schon. Zumindest laut Zettel. Aber hier habe ich noch irgendwas gesehen. Ja, hier ist noch eine Lifefood Chocolate Green Coffee Guarana. Die hier nicht mit draufsteht. Rohe Kakaobutter, Agavendicksaft, rohes Kakaopulver, rohe Kakaonips, rohe grüne Kaffeebohnen, 4% Guaranapulver, 4% kaltgepresstes Kokosnussöl, Maca-Pulver, Vanillepulver. Ja. Wieder nicht die Kamera anfassen. Bitte. Hm.
Mir gefällt sogar noch besser als die andere mit den Kirschen. Aus dem Schluss wird die echt, wird das echt herb. Vielleicht einfach wegen dem grünen Kaffee. Na, jetzt wieder einpacken. Und wahrscheinlich wird man davon auch super wach. Mit grünem Kaffee und Guarana. Aber auf jeden Fall auch lecker. Und wieder roh. Ja, das war mal diesmal eine andere vegane Box. Mit ein paar weniger Artikeln, was aber auch irgendwie logisch ist, da es halt Bioprodukte sind. Und ja. So auf Anhieb gefällt mir das eigentlich recht gut. Was mir jetzt nicht so gefällt, ist die Zusammenstellung. Also es sind jetzt eigentlich drei. Gut, das kleine Glas kann man vielleicht nicht zählen, aber es sind im Grunde drei Dips. Also Ketchup und zwei Dressings und Dips. Zweimal Chips, also Brotchips und Grünkohlchips. Ja. Und einmal Schokolade, beziehungsweise zweimal. Die war sozusagen gratis dazu. Deswegen würde ich sagen, also da würde ich mir schon wünschen, dass das noch ein bisschen ja, vielfältiger ist. Also vielleicht Chips, Schokolade, Dressing jeweils einmal und dann vielleicht noch, keine Ahnung, irgendwas zum Kochen. Vielleicht noch ein fertiges Risotto oder vielleicht noch, keine Ahnung, irgendwas anderes halt, was nicht nochmal das gleiche Produkt ist wie das andere. Aber gut, das war jetzt die erste. Ich werde auf jeden Fall auch noch, das ist ja auch ein Abo wieder, ich werde auf jeden Fall noch die nächsten Boxen auch wieder, ja, auch wieder ein Unboxing zu machen. Das heißt, da werdet ihr auch mitkriegen, ob das denn jedes Mal so ist oder ob das jetzt bloß dieses Mal eine Ausnahme war. Ja. Und ich lese gerade, ganz neu bei uns im Shop sind jetzt Upgrades verfügbar. Superfoods und die XL-Box. Die XL-Box beinhaltet mehr verschiedene Produkte und mit dem Superfood-Upgrade lernt ihr die absolut nährreichsten Lebensmittel kennen, die es überhaupt gibt. Also gleich der Box ein Upgrade hinzufügen, entweder im Shop oder schickt uns einfach eine Mail. Hier haben sie es auch nochmal geschrieben bei den Dips. Emils Dips sind ganz besonders, sie verzichten selbst auf Zusatzstoffe, die sogar bei Bioprodukten noch erlaubt wären. Ein doppelter Hochgenuss. Ja, Tasse abgerissen. Da liegen überall Brotchips jetzt rum. Und nein. Ja, das magst du auch, ne? Ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Unboxing gefallen. Diesmal nur mit Milan, denn Dylan ist gerade nicht da, leider. Ja, jetzt legst du los, ne? Willst du auch noch was sagen zu dem Ketchup? Jetzt zum Dressing willst du was sagen? Ja, genau. Ja, Milan findet das Glas auch viel zu klein. Ja, da ist die Kamera. Hallo YouTube. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, das kleine Unboxing. Ja, wie gesagt, ich werde die nächsten Boxen auch wieder unboxen. Okay. Gut. Viel Spaß, bis zum nächsten Video und tschüss.